So, da bin ich nochmal. Wollen wir mal kurz zum Loch hin. Ich zeig euch das mal. Ich bin immer an diesem Loch. Da bin ich jetzt seit 2 Stunden dran. Hier, da war weniger, da waren ja nur noch 500. Und da, weiter nach unten, wird es natürlich nochmal besser. Jetzt zeig euch mal kurz die Pfanne dazu. Guck mal. Es ist zwar klein, ich hatte auch zwischendurch mal ein paar Chunky-Stückchen bei. Die waren größer als die, jetzt seht ihr heute Abend sehen. Aber ansonsten sind da immer noch mit Sicherheit so 20 Dinger drin, wenn ich die mal durchzähle. Mit all den Pünktchen, wenn ich die richtig groß mache. Na gut, macht ihr was Laune, alle prima. Hier oben ist auch noch so ein kleiner Sack. Gut, dann weitermachen. Bis nachher. So, ich bin jetzt am Fluss. Mein Lachen lässt es schwer erkennen. Das mal zu zeigen. Also es gibt schon geile Ecken so. Ne? Der Fluss läuft da außen rum. Hier geht es also nur wirklich per Hochwasser lang oder eben halt wahrscheinlich auch mal früher lang gegangen. Je nachdem, Flussläufe verändern sich. Ja? So, und jetzt bin ich hier über diese Felsen gestolpert. Die Seen sind natürlich extrem geil. Ich habe weiter vorne an der Kiesbank geschüppt, da war aber alles weich und da war auch nur ein Pünktchen drin oder so. Also ich habe, weiß ich, 10 Pfannen hier war schon, in den meisten war ja nichts oder ein Pünktchen. So, jetzt aber mal zu meiner besten Pfanne des Tages. So, also, wenn man mal so überschlägt, 1, 2, 3, naja, ich sag mal mit Pünktchen und... Und so eine Krepels hier, irgendwie 15 Color. Nicht schlecht. Und das war jetzt erstmal nur oben drauf. Wir gucken mal. Also das Ding werde ich hier ohne leer machen, definitiv. Hier hoch, hier sind auch überall so eine Fallen. Hier drunter. Und da habe ich es erstmal rausgeschüttet. Ich habe aber auch gesehen, das geht hier richtig dazwischen. Also hier wird mit Sicherheit noch eine drin liegen. Das macht erstmal gute Laune. Wie gesagt, das ist so, man sieht es, dass es abkippt bei Hochwasser, dass es Stück für Stück sich abträgt. Ist schon cool. Und das sind natürlich super geile Goldfallen. Ne? Da wird mit Sicherheit ohne was drunter liegen. Dann werden wir mal weiter buddeln in Ruhe. Die Flasche füllen. Endergebnis kommt natürlich heute Nachmittag. Heute ist Sonntag. Ja, ich werde heute schon noch eine Weile machen. Dann bis später. So, Jungs. Folgendermaßen. Ich bin jetzt fertig. Bin durch mit den Ecken. Ich habe hier ohne mal gemacht. War sehr, sehr geil, muss ich sagen. Mein Rücken sagt aber jetzt ist Schluss. Weil nur Pfannen waschen. Ich, Dummkopf. Hab natürlich auch die kleine Rinne vergessen. Ich habe all möglichen kleine Pack außer einen Rucksack und die kleine Rinne. Gernot hat extra so eine kleine Prospektionsrinne gemacht. Und ich muss sagen, wenn ich mit ihm unterwegs bin, dann nehmen wir eigentlich auch nur Pfanne, die Prospektionsrinne, Schippe mit und die Handpumpen. Das reicht eigentlich hier in den meisten Fällen. Warum ich vermute, dass hier so Fülle lag, ist, dass das hier runtergefallen ist und das da oben war natürlich auch mal Flussbett und demzufolge wird das wahrscheinlich auch schon etwas länger da liegen und Stück für Stück runterwaschen worden sein. Das ist meine Vermutung. Man sieht hier auch schön, überall ist nur Grundgestein, also die halt ohne leer gemacht hat. Ja, ein bisschen tiefer daran. So. So, hier war auch ein Klee ein bisschen drin, aber auch nur ein bisschen Fritzelkram. Gehen wir mit euch ein Stückchen. Also Spalten und so ist hier überall. Eigentlich ist genau das Richtige für alte Männer. Hier brauchst du nicht blöd butteln, sondern guck mal, hier liegt auch schon wieder. Ich denke, hier wird auch eine drin liegen, wenn das Hochwasser hier durchkrabbelt. Ja, wir schauen mal. Ja, und so wie es sich hier auch runterwischt, wie man das sehen kann, so denke ich, ist das Gold natürlich da auch runterspült. Das war also irgendwann mal, das liegt ja wahrscheinlich schon eine Weile und hat nur auf den richtigen Dummkopf gewartet. Der war ich halt. So, dafür war heute nämlich Erntetag. Mal gucken, was nachher kommt. Jetzt ist es 1 Uhr, wie gesagt. Ich werde jetzt mal den Fluss noch ein Stückchen runtergehen, mal gucken. Aber ein bisschen pumpen könnte ich noch. Mal gucken, ob ich noch irgendwo was finde. Ein bisschen rumlaufen werde ich noch mal schauen für morgen. Ich werde auf jeden Fall mal 1-2 Tage bleiben. Noch ein kurzes Wort für die Anfänger. Wie gesagt, mir hat keiner das gezeigt hier in Spanien. Ich habe mir das alles, ups, glatte Felsen. Ich habe mir das alles selbst, wie soll ich sagen, nicht beigebracht. Beigebracht hat mir das gerne zum größten Teil. Aber das Erlesen, wo man Gold findet, wie gesagt, das habe ich mir alles selbst erlesen, ohne dass mich irgendjemand irgendwo mit hingenommen hat. Weil das natürlich hier kein Jab in Spanien, deutschsprachig oder wie auch immer, gut, ich spreche auch Spanisch, aber der mir das gezeigt hat, ich kannte niemanden am Ende des Tages. Also ich habe mir alles selber erlesen und selber gefunden. Gut, gefunden vor mir haben schon einige andere, aber wieder neu entdeckt, sagen wir mal so. Und das kann ich auch nur allen Anfängern empfehlen. Ich weiß, dass in Deutschland mehr Goldsucher unterwegs sind. Hier in Portugal ist ein bisschen weniger. In Spanien in einigen Ecken sind auch richtig viele. Kommt aber immer ernst drauf an, in welchen Ecken. Es gibt auch im Norden richtig Familien, die machen das schon seit Generationen. Gerade oben in Asturien gibt es eine Familie, die ist Familie Sanfi. Sanfi heißen die, glaube ich, Sanfis oder so ähnlich. Die machen das wirklich schon über Generationen. So, jetzt die Ausbeute von heute. Hier ist noch so ein dickeres Stück dabei. Hier ist noch so ein Körnier. Der ist so ein bisschen runder. So, das ist die Beute von heute.
Okay, dann bis später. Wie gesagt, der eine Spot hat das rausgeholt. So, alle prima. Ne? Vielleicht kann man das noch hören. Klitschnass. Kann halt nicht jeder Tag Erdetag sein. So einfach ist es. Ich finde zwar überall was, aber nichts, wo ich sage, das zaubert mir mal ein Lächeln. Aber,